Der viermalige englische Fußballpokalsieger Bolton Wanderers musste aufgrund seiner finanziellen Schieflage sein Trainingsgelände am Montagmorgen schließen. Das berichten lokale Medien. Demnach wurden Spieler, Ärzte und weitere Mitarbeiter darüber informiert, dass sie nicht zum Trainingsgelände kommen müssen, weil es dort weder Essen noch Getränke gebe. Die Wanderers, die 2008 DK-Sekunden-Achtelfinale im UEFA Cup erreicht hatten und 2012 in die 2. Liga abgestiegen waren, haben Berichten zufolge noch keine Februargehälter an ihre Mitarbeiter gezahlt. Zudem sollen noch offene Rechnungen gegenüber der Polizei für mehrere Spiele bestehen. In der laufenden Saison liegt Bolton auf dem vorletzten Platz der 2. Liga, 7 Punkte hinter den Nicht-Abstiegsplätzen. Punkt. Bei Bolton spielte einst unter anderem der heutige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, Freddy Bobic.